Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk mit Dirk Helge von Stereo Trader Team natürlich und ja, der Entwickler, also besser als er kann keiner die Fragen beantworten. Das Mein stimmt so Name ist nicht. Netze Kato. Hallo, nicht beim Intro jetzt unterbrechen bitte, ja? Muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen? Nein. Genau. Unglaublich. Also, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von der FX Sweat, wollte ich noch zu Ende sagen. Freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Ich hoffe, dass Sie viele Fragen dabei haben, damit der Dirk nicht frühzeitig Feierabend hat. Hat er heute nicht verdient. Und wir schauen uns den Risikohinweis an. Denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Wissen die meisten ja schon, bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig. Gut, Dirk, ich wollte eigentlich sagen, ich freue mich mal wieder hier im Helpdesk mit dir zusammen zu machen. Ich lasse es mal so stehen. Ich übergebe jetzt mal den Bildschirm. Bleib du mal schön im Konjunktiv, ne? Ist immer, sonst fällt das alles auf dich irgendwann zurück. Ich hoffe, ich habe es vergessen, das andere Licht einzuschalten, aber ich hoffe, das funktioniert ja dann trotzdem. So, habe ich alles richtig? Ich glaube ja. Hallo. So, sollte funktionieren, ne? Ist das eine Stereo Trader Cappy oder? Was? Steht das Stereo Trader drauf? Nein, die gab es heute Morgen als Bonus am Schluss. Aber die ist zu weiß. Das heißt, das klappt mit der Belichtung nicht. Das sieht dann nur aus, als würde mir der Kopf brennen. Also, das funktioniert leider nicht. Aber es gibt tatsächlich eine, aber die ist auch nicht so spektakulär. So, dann sage ich auch mal hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk. Heute das zweite Webinar. Und ich habe gehört, wir haben am Donnerstag auch zwei. Das ist mir heute mitgeteilt worden. Weißt du da Bescheid, Nelson? Jetzt, wo du das sagst, kommt Ja, mir das alles. irgendwie bekannt vor. Ah, mir kam das nicht bekannt vor. Ich war froh, dass in meinem Kalender hat noch Platz gefunden. Unfassbar. Ich wäre nicht Ja. da gewesen im zweiten, am Donnerstag. Ja, das eine ist morgens um 8.45 Uhr und das andere um 14 Uhr, ne? Ja, aber tatsächlich der zweite Termin war mir so auch nicht bekannt. Ja. Gut. Merken, Kreuz im Kalender, Nils hat auch mal was nicht gewusst. Nein, das hat die heute zu mir gesagt, dass es halt irgendwie da zwei Runden sind. Das war schon, ja. Na gut, ich bin ja dann mal, komm dann mal vorbei. So. Ist ja so hell bei dir jetzt. Hast du mal die Gardine aufgemacht? Was für Gardinen? Ich habe keine Gardinen. Nein, aber das Krasse ist halt, ja, ich meine, es ist halt Sommer, ne? Und die Kamera hier, die hatten wir noch nie im Sommer, glaube ich. Ich meine, so lange habe ich das Setup hier noch gar nicht. Und heute Morgen war alles grün. Das sah auch ganz lustig aus, weil halt hier die ganzen Bäume vor der Tür, und wenn die halt von der Sonne angestrahlt werden, knallt hier grün rein. Das sah echt ganz lustig aus. Nee, aber es ist tatsächlich einfach, ja, sieht aus wie Sommer, ne? Das nächste Mal nehme ich dann auch die Badehose oder ein Team-Bikini an. Und dann setze ich mich Das dahin. lösche ich wieder raus. So, zurück zum Thema jetzt. Gut, also Helpdesk. Es sind die gleichen, hätte ich fast gesagt, Statisten hier morgen dabei. Die gleichen Zuschauer. Ey, seid mir nicht böse, aber ich habe halt auch so ein bisschen Lagerkoller und versuche halt irgendwie trotzdem jeden Tag noch irgendwas zum Lachen zu finden. Deswegen. Gut, jetzt aber genug mit Albernheit hier. Also, Helpdesk, das heißt, ihr stellt Fragen, wir versuchen das zu beantworten, so gut es geht. Manche Sachen werden natürlich auch hinten angestellt werden müssen, aber in der Regel kriegen wir eigentlich hier immer so doch das eine oder andere durch und auch besprochen. Gut, dann switche ich mal auf den anderen Schirm. Heute Morgen ist die Kamera immer ausgestiegen, deswegen muss ich auch alles irgendwie umklemmen. Aber das scheint sich jetzt mittlerweile dann doch erledigt zu haben. Soweit hoffe ich mal, dass es dabei bleibt. Okay, so, also Fenster geöffnet. Die Kommentare hier. Ich bin echt, ich habe den ganzen Tag das Fenster auf, wenn es irgendwie geht. Aber das kann ich ja hier, jetzt muss ich ja leider zumachen, weil sonst ist ja laut. Und das ist natürlich, das wollt ihr nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, so,
Haben wir denn überhaupt irgendwelche Fragen? Du hast bestimmt wieder irgendwas per E-Mail geschickt, was ich nicht gefunden habe. So ist es. Und im Chat sind schon sehr viele Fragen reingekommen. Ich sehe keine. Moment. Muss ich mal hier durchgehen. Versuche mal oben irgendwo anzufangen. Ohne rot zu werden. Wirst du auch nicht sehen. Das gleicht die automatische Belichtung sofort wieder aus. So. Die Stereo-Trader-Session-Statistik stimmt nicht mit Konto-Historie im MT5 überein. Muss man da noch etwas einstellen? Nein. Das ist tatsächlich so, kann ich bestätigen. Es ist nicht immer so, es ist manchmal so. Und das wird auf jeden Fall im nächsten Update, wird das nochmal berücksichtigt. Weil das Verrückte war, es hat sich ja jetzt nicht irgendwie mit dem letzten Update vom Stereo-Trader eingeschlichen, sondern das ist ja irgendwie mit dem Update vom MetaTrader ist das ja dazugekommen. Und ich habe auch den Mails schon gesagt, natürlich finde ich es halt auch nicht gut, dass es so ist. Aber ich kann da an manchen Stellen halt leider einfach immer nur reagieren, ist natürlich definitiv auf dem Schirm und wird auch, steht auch ganz oben auf der Liste. Und es wird auch, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, nicht mehr allzu lange bis zum nächsten Update dauern. Kann sein, also da steht jetzt noch kein Zeitpunkt fest, aber es ist natürlich, hier bleibt da nichts stehen. Ne? Also das heißt, auch wenn es jetzt mal irgendwie ein bisschen länger dauert, aber das kommt auf jeden Fall. Also eingestellt ist da falsch nichts. Ich behaupte mal auch, dass es im MT4 funktioniert. Alles ganz genau, nur eben im MT5 ist manches leider ein bisschen anders unter der Haube. So. Dann steht hier, hallo Nelson, hallo Dirk, die Besten. Die sind besser als Kabarett. Gröhl, ZSM. Ah, zusammen. So, Fenster geputzt, Fenster geöffnet. Das ist. So, wo sind denn jetzt die Fragen? Ah, okay. Oh. Die Ordereingabe, fragt der Martin. In einer Übersicht erklärst. Eigentlich nicht. Oder Nelson, wie siehst du das? Weil dazu gibt es definitiv ein Webinar, was sich nur damit befasst, irgendwie eine Stunde lang. Und wenn Nelson, hast du das, findest du das irgendwie auch an Ich oder versuche mal nebenbei? das herauszufinden und den Link in den Chat Ja. zu kommen. Weil das macht halt irgendwie im Help das halt nicht so viel Sinn. Ne? Ich meine, dafür haben wir ja wirklich genug andere gemacht. Also es ist nicht böse gemeint. Aber das macht dann ohnehin mehr Sinn. Da kann man natürlich auch vor- und zurückspulen und kann sich das mal genau angucken. Und auf eines kann ich natürlich kurz eingehen. Hier, wie kann ich drei Orders zu einer zusammenfassen? Macht der Stereo-Trader ganz von selbst. Ne? Das heißt, also, sobald ich halt, was weiß ich, drei Orders, bin auf dem Demo, ja. Sobald ich halt, ich lasse den mal ein bisschen hier vom Einstieg weglaufen, es wird ja sowieso immer akkumuliert, ne? Also in dem Stereo Future Modus. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, wie viele Orders, beziehungsweise es ist ja nicht Orders damit gemeint, sondern halt Positionen, da halt gleichzeitig drin sind. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil der Stereo Trader verwaltet sowieso immer nur im Stereo Future Mode den Average. Das heißt also hier. Ist das jetzt mein mittlerer Einstieg? Ich mache es mal größer, damit man es besser sieht. So, mach mal noch eine. Sind jetzt drei. Ne? Das heißt, der rechnet ja ohnehin immer nur aus, wo ist der Average und wie viel ich davon jetzt rausgebe. Das heißt, die sind ja an der Stelle jetzt schon zusammengefasst. Ne? Die erscheinen natürlich hier unten im Terminal. Ihr sieht das Ganze natürlich dann halt so aus. Das heißt, dort habe ich dann zwar drei Einzelne, aber das spielt ja keine Rolle. Also, das ist ja nur sozusagen die Detailansicht dann halt von der gesamten Position. Und wie viel ich da jetzt halt auflöse, dazugebe, rausnehme oder was auch immer, ist völlig egal. Ich stelle hier oben immer einfach nur meine Positionsgröße ein und der Stereo Trader kümmert sich um den Rest und verwaltet entsprechend immer den Average. Das ist so Metatrader-Logik, die halt irgendwie auch sonst nirgends zu finden ist, so wirklich. Also die kommt halt vom Hedging, ne? Weil es ja grundsätzlich ist es hier ein Hedging-Account. Und der Stereo-Trader kann auch mit Hedging umgehen, das ist nicht die Frage. Aber das ist ja nicht das, wie normalerweise an der Börse oder im Future zum Beispiel halt gehandelt wird. Das funktioniert ja so nicht. Und deswegen heißt dieser Modus halt auch, das sieht man ja hier, wenn man da oben in die Einstellungen reingeht, deswegen heißt der Modus auch Stereo Future Mode.
ne, weil das sich halt eben an den Future-Handel anlehnt und entsprechend halt auch die ganze Logik da übernimmt. Und das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit hier, wie hier mit 0,3 oder was auch immer, dann halt long bin, und wenn ich dann jetzt auf die Idee komme und verkaufe 1,0, dann bin ich halt logischerweise mit 0,7 short, ne, durch die Akkumulation. Und das ist natürlich dann halt auch ein Teil von diesem Feature. Also den Link habe ich reinkopiert und der Teilnehmer, der Fragesteller, hat noch eine Ergänzung geschrieben. Dirk, schau mal bitte 18:11 Uhr. Vielleicht kannst du da kurz anknüpfen. Wenn ich die Orders beim Webtrader gestartet habe, den Mysterio-Trader weitermache, da gibt es drei Nicht-Orders. Bitte, bitte nicht verwechseln. Wir reden hier immer Positionen, ne? Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ja klar, aber trotzdem fasst er die ja zusammen, ne? Außer wenn man halt natürlich hingeht und nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt auf Handy, iPad, Webtrader, MetaTrader, was auch immer, auf die Idee komme, irgendwie diverse Positionen aufzumachen. Ich kann das ja hier mal kurz simulieren. Oder warte mal, bin ich hier vielleicht sogar übers. Das wäre natürlich noch einfacher. Bin ich ja. So, ich mache das mal anders. So, ich mache das hier mal zu. Ich mache mal flat. Und gebe jetzt mal, was ihr nicht sehen könnt, auf dem iPad mal Position hier einfach rein. Und so. Und das ist wahrscheinlich damit gemeint. Das heißt, da hat man ja dann oft den Effekt, dass ich überlege jetzt hier nicht so lange, ich mache jetzt hier irgendwas. Short oder long, egal. So, ne, da unten ist jetzt die erste. Dann kommt die zweite. So, und jetzt bearbeite ich die Position mal. So, das heißt jetzt da mal irgendwie ein Stop-Loss. Wie gesagt, ihr könnt es nicht sehen, also nicht wundern, da ist nichts kaputt am Bildschirm. So, und mit der hier auch. Also 1150. So, wie man sieht, vielleicht hier unten, ne, ich habe jetzt hier zwei Teilpositionen drin. Von mir aus mache ich ja noch eine dritte. So, mit unterschiedlichen Stop-Loss. So, das ist ja die ganze Krux von dem Gehätsche ja immer. So, wenn ich jetzt natürlich halt im Stereo Trader das Ding nochmal aufmache, finde ich das erstmal nicht so klasse und meldet sich entsprechend, wie man hier sieht, mit einer Fehlermeldung Initialisierungskonflikt. Ne? Klar, weil wir haben jetzt hier drei, nicht der drei Positionen wegen, sondern weil der Stop-Loss und Take-Profit unterschiedlich ist und er jetzt keine Ahnung hat, was er damit machen soll. Deswegen wird jetzt der Stereo-Hedge-Mode aktiviert. So, und das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Ich komme dann hier genau mit diesen drei Teilpositionen. Moment, ein bisschen kleiner hier. Mit diesen drei Einzelpositionen, besser gesagt, komme ich jetzt hier rein, wie ich sie halt jetzt am iPad aufgegeben habe. Ne? So, und das heißt, ich habe hier zwei unterschiedliche Stop-Loss und die drei Positionen sind egal, das könnt ihr noch rechnen, macht er ja halt auch, sieht man ja auch hier, der Mittelwert wird ja errechnet, ne? Nach wie vor. Aber halt eben, die sind so nicht zusammenfassbar. Wenn man jetzt sagt, okay, wie werde ich das wieder los, die drei Einzeldinger, weil ich will ja eigentlich nur eine im Stereo Trader managen und nicht hier, ne, alles einzeln da mir zurecht frickeln, dann geht man einfach hin, löscht die Stop-Loss von allen raus. Wenn jetzt Take Profit drin wären, die natürlich ganz genauso. Und dann kann ich hier halt auch, hoffe, das funktioniert jetzt, müsste aber eigentlich, dann kann ich jetzt hier auch auf den Stereo Future Modus zurückwechseln. Meine Maus ist echt groß, ne? Hab ich so auch noch nicht gesehen. Kann dahin zurückwechseln. Da gibt es nochmal eine Warnung. Funktioniert nicht immer, aber meistens. So, und dann habe ich hier jetzt auch eine Einzelposition und kann die halt auch wieder zusammengefasst dann halt managen. Ne? So, die werden natürlich hier unverändert. Ich mache es mal ein bisschen größer. Alles. Die werden natürlich. Und ja, so ein ganz netter Trade. Hätte man so ja auch glatt machen können.
So, hier werden die einzeln angezeigt nochmal, ne? Aber gemanagt wird halt hier eben mit Stop Loss und Take Profit nur die zusammengefasste Position. Ne? Das ist halt der Weg. Gut. Martin bedankt sich. Bitte gerne. Ich glaube, das haben wir aber schon mehrere Mal gesehen und haben sich ja gefragt, wie, was mache ich denn jetzt? Aber genau das ist der Weg dahin. Gut, der Thomas fragt, was es auf sich hat mit anderen Werten, POC, Point of Control, 30 Punkte Unterschied und so weiter. Ja, das ist möglich. Das hängt aber dann in der Regel damit zusammen, wie man die Zeiten halt dafür einstellt. Beim VPOC zum Beispiel vom Orkan, da ist es ja so, da kann ich zwar auch, also gemeint ist, um das Problem erstmal zu kurz zu erklären, ich habe hier meinen Point of Control, jetzt hier im DAO, hier geht es wahrscheinlich um DAX, aber das Prinzip ist ja das gleiche. So, der Point of Control ist eben jener Wert, der halt, jener Punkt, der am meisten gehandelt wird. Ich bin jetzt hier allerdings auf dem Demo, das heißt, da muss er jetzt ohnehin nicht genau stimmen, weil ich hier keine Future-Daten habe. Wenn ich aber auf dem Live-Konto bin und mappe halt den Future unter den CFD, dann habe ich hier halt schon einen richtigen Point of Control. So, jetzt, der richtet sich ja immer nach dem, was halt oder wo halt an dem Tag das meiste Volumen umging. Das heißt, da, wo halt die meisten Kontrakte halt gedreht wurden. Ne? So, wäre das jetzt hier der Future, wie gesagt, ist es jetzt nicht, wäre das jetzt hier der Future, dann wären hier halt die meisten Kontrakte gehandelt worden. Und zwar in der Zeitspanne, die ich bei Instrument angebe. Nicht wundern, bei mir sieht es so ein bisschen anders aus als bei euch. Das ist hier schon die nächste Version. Aber hier, das gibt es natürlich in der jetzigen Version auch. Das heißt, ich habe hier Profildaten und dort stelle ich halt meine Uhrzeit ein. Und natürlich, wenn die halt abweicht und dann verändert sich auch der Point of Control, weil der hat jetzt hier im StereoTrader in der internen Berechnung immer guckt, so ab wann soll ich denn überhaupt rechnen, wenn hier 0 Uhr steht bis 23 als Beispiel. Und wenn man da jetzt das VPOC drüber legt, dann kommt da das Gleiche raus. Ne? Das ist klar, weil das VPOC, wie gesagt, das rechnet immer von der Eröffnung an bis zum Schluss. Und im StereoTrader, dort richtet sich das nach den Profildaten, wie sie halt eingestellt sind. Deswegen können da auch schon mal Abweichungen drin sein. Und aber ansonsten sind die Daten soweit sollten identisch sein. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind wie VPOC noch ein bisschen anders gerechnet, bisschen aufwendiger halt als im StereoTrader. Also genau, könnte vielleicht noch ein Unterschied sein, aber das macht keine 30 Punkte aus. Der StereoTrader mittelt quasi bei der Berechnung die Minuten und das VPOC ist da genauer. Da wird wirklich halt exakt ausgerechnet. Der Punkt, an dem halt das Volumen gedreht wurde, und das ist halt in der internen Berechnung des StereoTrader nicht der Fall. Dadurch kann natürlich auch nochmal Abweichung sein, beziehungsweise da kann es dann auch mal sein, dass halt eben das VPOC früher umspringt, als jetzt zum Beispiel halt der StereoTrader. Ne, das will ich jetzt nicht ausschließen. Das ist möglich. Also, wenn man es ganz genau haben will, dann sollte man auf jeden Fall auf das VPOC vom Orkan gehen und da ist ein bisschen mehr Sicherheit drin. Nichtsdestotrotz, zur Orientierung reicht natürlich halt auch die interne Geschichte, wobei es hier aber auch kein VWAP und so weiter halt gibt. Müsst ihr oder ja. Okay. Ganz kurz, Dirk, also ich freue mich sehr, dass der Chat voll ist mit Fragen, aber bitte einmal ganz kurz keine neuen Fragen reinstellen, weil sonst wären wir tatsächlich heute nicht mehr fertig. Sind sehr, sehr viele Fragen reingekommen und wenn wir jetzt gut durchkommen, dann können wir sicherlich noch ein paar Fragen hinzufügen. Danke. Okay. So, der Thomas, da kam jetzt auch nichts mehr nach, ne? Gehe ich mal von aus. Also wäre halt immer ganz, ganz cool, wenn eine Frage beantwortet ist und dann irgendwie kurz ein Okay kommt oder so, dann weiß ich auch, es wurde verstanden, ist angekommen. So, dann der Horst. Oh, dass der StereoTrader ist mit dem VPS mit Zero Divide ausgestiegen. Da wäre halt,
Also eigentlich, also ich habe es noch nie gesehen. Ich will jetzt aber auch nicht komplett von der Hand weisen, dass das nicht gewesen sein könnte. Da wäre halt ganz wichtig zu wissen, Horst, welcher Kontrakt war das? Ja, also was war da halt das Underlying? Weil eigentlich nicht, oder? Ich will gerade, ob mir da irgendwas bekannt ist. Aber ich habe da letztens auch noch was dran gemacht. An dem Dom, aber das sollte eigentlich nicht. So, welche Version läuft denn jetzt gerade? Das ist echt eine gute Frage. Welche läuft denn gerade? Die 256 irgendwas, ne? 2561, glaube ich, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Also nicht auswendig. Kannst natürlich nachgucken, aber auswendig weiß ich es wirklich nicht. Also, wenn man ein Gefühl für die Beta kriegen will, ne, wenn sich die Nummer mal anguckt, dann weiß man, was hier los ist. Wir sind hier bei 2599. Ist also schon, nicht alle davon waren offizielle Beta, aber da ist schon einiges passiert. Aber das sieht man auch, ne, wenn der Stereo-Trader irgendwie nicht happy ist mit der Version, die er gerade hat. Und dann gibt er aber auch einen Hinweis raus und weist darauf hin, dass halt die neue Version runtergeladen werden sollte. So. Da war noch eine Frage vorher bezüglich Alarm. Ziemlich was? Alarmfunktion. So, ja, genau, warte mal. Warum der Alarm nicht klingelt? Der klingelt doch. Also, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob mein VPS generell klingelt, aber Alarm sollte eigentlich funktionieren. Mal gucken. Wie gesagt, es kann jetzt aber sein, dass mein VPS da jetzt keine Lust hat, irgendwie zu klingeln. Kann ich aber nebenbei mal laufen lassen. Und eigentlich sollte der, weil das hat schon mal jemand. Ja, da war er auch. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Der klingelt auch ein paar Mal sogar. Weil das hat schon mal jemand zu Recht moniert und das ist dann auch damals behoben worden. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. Also man hat ja auch, weiß nicht, hat man es gehört? Oder muss ich es nochmal machen? Ich hab's gehört. Ja, okay. So, 2561, war das richtig? Die Bildnummer habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. So, boah, die Money Lines. Das ist, sage ich ganz ehrlich, ein Abschlusskandidat zurzeit, weil ich irgendwie nicht glaube, dass die wirklich großartig benutzt werden. Ich habe sie mal in einigen Webinaren vor 2, 3 Jahren mal, da war es wieder, vor 2, 3 Jahren mal genutzt und aber so wirklich nicht mehr. Die Money Lines, ich kann es mal kurz zeigen. Im DAO wird man, na doch, könnte ich ja. Ich weiß noch nicht, ob die hier funktionieren, wenn ich mal gucken. Die Money Lines generell basiert eben halt auch auf der Annahme, dass Volumenpunkte, also dort, wo viel gedreht wurde, halt entsprechend interessant sind. Ne? Und vor allen Dingen, wenn es in der Nähe von Tageshoch und Tagestief ist. Und wenn man die Money Lines verwendet, ich weiß wie gesagt gar nicht, ob das im DAO, ob da was bei rauskommt, ob wir da genug Daten überhaupt haben. Beziehungsweise ob das mit den Einstellungen so überhaupt zur Vola passt, da bin ich mir nicht so sicher. Im DAX sollte es eigentlich gehen, aber wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie viele Daten da sind, weil der bis zu 4 Jahre zurückguckt. Und wenn die nicht da sind, da kommt da halt auch nichts. Kann ich mal kurz gucken, ob das im DAX funktioniert. Das heißt, basierend auf diesen Levels, also auf diesen Punkten, Tageshoch, Tagestief mit entsprechendem Volumen, werden dann halt die sogenannten Money Lines gebildet. Aber das Problem ist, je länger halt ein Markt seitwärts läuft, umso unsinniger wird es dann halt leider auch dann irgendwann. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich gucke mal, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier geht. Ich habe die schon ewig nicht mehr ausprobiert. Was hatte ich denn damals immer gehabt? Ich glaube B73C, das war mal so meine Einstellung. Gucken, ob ja, da kommt was, ne? So, da sieht man da oben wird dann halt
ein bisschen was eingeblendet. Und wenn man da jetzt mal hinguckt, ne, ist schon so, dass der Kurs da halt reagiert. Ne? Sieht man ja, hier hat es eine Reaktion gegeben, da hat es eine gegeben. So könnte ich den jetzt komplett halt hier durchgucken und werde immer wieder. So, aber das ist das Problem vom DAX, ne? Seitwärts. Guckt euch das an. Der ist ja jahrelang einfach hier auf der Seite gelaufen und deswegen ist hier oben einfach nur ein riesen Klumpen an Moneylines. Kann ich natürlich jetzt auch hier aufdröseln, da halt mal ein bisschen genauer reingucken. Aber je länger der Markt halt seitwärts läuft, umso mehr werden es dann halt natürlich, ne? Und das ist halt das Problem. Und hier oben kann man ja wirklich, da kann man ja gar nichts mit anfangen, ne? Und deswegen ist es halt auch mitunter so ein Abschlusskandidat, weil das so sieht es halt aus, wenn es halt jahrelang seitwärts gelaufen ist. Und das war nicht so, als ich das damals gemacht habe. Mit den, ich kann mal gucken, ob ich das hier höher schrauben kann. Nee, auch nicht. Als der halt so noch nicht gelaufen ist, waren das eigentlich schon ganz interessante Punkte, die da rausgekommen sind, aber mittlerweile halt einfach nicht mehr. Und deswegen ist das ein Abschlusskandidat. Falls ihr einfach in vielen Märkten keinen Sinn mehr macht. Ne? Aber das ist halt, wie gesagt, der Hintergrund. Klar, hier unten findet man jetzt noch mal ein bisschen was. Ja, hat man ja gerade gesehen, also wie 73C hatte ich damals immer, das waren, ich glaube, das war eine Punktespanne von 7 Punkten, die insgesamt 3 Bestätigungen brauchten, dann wird halt entsprechend eine Moneyline gebildet. Ne? Also man sieht hier schon, je dicker es wird, umso interessanter, umso höher ist halt, umso deutlicher ist auch die Reaktion. Ne? Aber wie gesagt, wo ich dann hier welche nehmen sollte, das wäre mir dann halt auch nicht mehr klar und vor allen Dingen, wenn halt Daten fehlen, wie jetzt hier unten zum Beispiel, dann hat man da halt, dann wird man da auch nichts finden. Ja, so. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Ich habe 2 Fragen zum StereoTrader. Ich benutze den MP5 im Live-Fundamentals Layout. Überschreibt die Einstellung in den Chart-Eigenschaften richtig. Wie kann man trotzdem dauerhaft die Farbe des Preises ASGBID zu beide Linien permanent einblenden? Die beiden Linien, glaube ich, geht gar nicht. Das blendet er nämlich immer wieder aus, weil er halt hier, ne, weil das ja hier damit, also, ich gehe mal groß, bei Bid und Ask wird er hier dargestellt in verkürzter Form und nicht über den ganzen Chart. Wobei ich da auch leider die Frage stellen muss, warum brauche ich auf der linken Seite einen Ask, wo der halt vorbei ist, weil der MetaTrader passiert ja nur auf Bid. Aber wenn natürlich jetzt jemand sagt, ja, ich will das trotzdem so, warum auch immer, und da muss ich leider sagen, geht nicht. Also wenn ich das hier einstelle, ja, und dann sage halt hier, wo ist denn das? So, ask. Macht er das vielleicht kurz, aber sobald ich halt den StereoTrader zumache, und dann wird die auch wieder weg sein. Generell, wenn man die eigene Farben haben will, stellt man hier oben auf Custom. Das heißt hier bei einem Setup, bei Layout, da gibt es verschiedene Chart-Themes. Ja, da kann man sich da halt was aussuchen oder wenn einem das alles nicht gefällt, dann geht man auf Kasten und stellt dann halt entsprechend seine Werte ein. Und das sollte dann auch beibehalten werden. So, Andreas, ah, Problem mit dem VPOC, er funktioniert nicht immer, vor allen Dingen wird bei WTI nicht angezeigt. Weiß ich gar nicht, ob WTI überhaupt im VPOC drin ist oder ob wir da nicht Brent haben. Das wäre schon mal ein Grund. Und unter Risikoberechnung steht Euro US. Ja, also die Risikoberechnung, ne, die hat den Hintergrund, die guckt ja, in welcher Währung wird die Margin auf dem Konto hinterlegt. Und damit wird dann halt entsprechend das Risiko gebildet und nicht jetzt irgendwie, in welcher Währung notiert das Symbol? Also, das sollte schon alles passen bei der Risikoberechnung bei FX Flat. Wie kann man die Töne beim Verkauf einer Position ausstellen? Nur beim Verkauf. Also generell kann man sie ja ausstellen hier im Setup, auch bei Trading. Töne verwenden einfach aus. Wow, ich bin heute auf Deutsch unterwegs. Mag ich gerade. Da einfach aus. Aber halt einzeln kann man es tatsächlich nicht machen. Da müsste man einfach die Audiodateien löschen. Aber wenn man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Da war noch eine Frage beim Carsten, der hatte 2 Fragen, 18:07. Ach so, da war noch einer.
Das war die doch. Da war noch die Frage wegen Ah, da unten, Moment, der Moment. Ergebnisse. Ach so. Ah, das ist hier so klein. Ne? Ich kann das hier irgendwie nicht vergrößern, wenn es mehrzeilig ist. So, wer hat den Short mitgemacht? Sag ich mal, herzlichen Glückwunsch. Der läuft. Hier ein DAU. Mal rübergehen. Ja, ne? Sauber. Bei mir im Chart wird seit geraumer Zeit nicht mehr das Kästchen mit dem Ergebnis des jeweiligen Trades mit absoluten Betrag bzw. Punkten angezeigt. Gute Frage. Also das ist, was man halt vielleicht mal versuchen kann, nicht, dass sich da halt irgendwas verschluckt hat. Man kann halt so generell, ja, kann man ja hier die Trades, da wird jetzt hier wahrscheinlich nichts sein, weil ich da schon ein paar Tage hier im Demokonto keinen aufgemacht habe, kann man sich die hier anzeigen lassen. Wenn man, was man halt machen kann, ist, wenn man STRG bzw. Control gedrückt hält und dann da draufklickt und dann macht das ein Reset. Nicht von der ganzen Statistik, sondern dann tatsächlich nur von den gespeicherten Trades aus der Chartdarstellung. Hat mit der Statistik nichts zu tun. Die ist generell, ist die auf 1000 begrenzt, sollte aber eigentlich von selber rollen. Und das heißt, ältere von selber rauswerfen. Falls aber nicht, wie gesagt, einfach mal STRG und dann da draufklicken. Und dann sollte, oder manchmal ist das hier geändert, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ah, Moment. Die Version ist ja draußen, ne? Mit den Menüs, gehe ich ja mal von aus. Sorry. Kompletter Quatsch, was ich sage. Hier auf Reset, lange gedrückt halten. Und dann hier Trade-Anzeigedaten löschen. Das würde ich dann mal machen. Dann sollte das eigentlich wahrscheinlich dann behoben. So. So, jetzt mal weiter. Backtest im MT4 lädt ewig. Gibt es da was Besonderes zu wissen? Was ist damit gemeint, lieber Reinhard? Wenn man Trade Error 10.036 bekommt, auf der MQL-Seite, das heißt also www.mt5.com oder bei Google eingeben, MetaTrader Error 10.000, Quatsch, doch, was ist das? 10.036. Dann kommt man auch dahin. Was ist denn das für eine Meldung? Da steht doch bestimmt irgendwas dabei, oder? Oder steht da im Steotrader auch gar nichts dabei? Weißt du, was das ist, Nelson? Kannst du gucken parallel mal? Ja, ich glaube, es hat was mit der Position zu tun, aber auswendig weiß ich es nicht. Muss ich auch nachgucken. Ja. So. Bei mir werden Einstiegs- und SL bei manchen Trades nicht angezeigt. Ist mir jetzt nicht bekannt. Wenn sowas halt auftritt, also ich brauche. Ich meine, grundsätzlich schließe ich immer gar nichts aus, ne? Alles ist möglich. Aber halt, ich muss es irgendwie reproduzierbar haben. Das heißt, dann irgendwie halt mal irgendwie provozieren und davon am besten ein Video machen und dann kann man das natürlich beheben. So. Wo stand das jetzt hier gerade? Mit dem Bild? Ah ja, genau. Version Bild 2561 läuft schon sehr lange und sehr gut. Deswegen habe ich noch gar nicht nach einem Update gesucht. Das ist auch der Grund, warum es kein Update gibt, weil die Version halt sauber läuft. Ne? Und das habe ich dem Nelson auch schon letzte Woche gesagt. Und ich weiß, das sind irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten drin, die halt nicht so, also jetzt mit der Statistik, das ist zwar natürlich nicht perfekt, das ist mir klar, aber es ist halt auch nichts, womit man nicht mal kurz leben kann. Und was mir halt dann wichtiger ist, das hat die Sicherheit natürlich dahinter, dass ansonsten halt alles stabil ist. Wenn ich, glaube ich nicht, also der Mann oder Frau Mann, wenn ich einen Trail einstelle, kann ich machen, was ich will, der folgt dem Kurs nicht im vorgegebenen Abstand. Das glaube ich nicht. Da ist
Höchstwahrscheinlich. Das ist meine Vermutung. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, ne? Ich habe ja hier, also wenn ich hier einen Trail einstelle, als Beispiel, ich sage jetzt hier TA6 und folgt mir im Abstand von, was weiß ich, 25 Punkten. So. Wenn ich den jetzt aktiviere, geht da. So, ich will aber zeigen, wie es halt zum Beispiel nicht geht. So, wenn ich jetzt da drauf drücke, passiert nichts. Warum passiert da nichts? Weil der Trail beginnt zu weit weg ist, ne? Der ist hier. Das heißt, ich muss dem ja erstmal sagen, ab wo er trailen soll. Das heißt, sobald er jetzt hier runterkommt, und damit werde ich auch gleich widerlegen, dass der Trail nicht funktioniert, sobald der Kurs jetzt dahin kommt. Aber das ist halt der Trigger, ne? Also für den Trailing Stop. Und den muss ich ihm halt erstmal vorgeben. Und wenn der nicht erreicht ist, bewegt sich der Trail halt auch nicht, ne? So, wird man jetzt vielleicht sehen. Mal gucken, ob der Dauer da mitspielt. Zackert jetzt natürlich hier in der Psychomarke so ein bisschen rum. 23.000, aber das wird sich auch gleich erledigen. Und dann wird man sehen, ich habe den jetzt bewusst mal groß eingestellt, damit er nicht direkt rausfliegt. So, aber jetzt ist das getriggert, zack, und da ist auch der Trail. Ne? So, das ist halt die eine Möglichkeit, wie man es schafft, einen Trail nicht zu aktivieren, wenn der Trigger nämlich einfach nicht stimmt. Ne? Wenn ich den jetzt hier wieder wegziehe, ist natürlich auch der Stop-Loss wieder oben. Die andere Möglichkeit ist, man hat einen falschen Trailing-Stop eingeschaltet, ne? Der dann vielleicht auf irgendeinem EMA oder irgendwas anderem beruht, was halt eben in der Berechnung keinen Sinn macht, dann springt er halt auch nicht an. Aber generell macht er das. Also ich benutze den ständig. Und ich kenne so viele Leute, die ihn ständig benutzen. Es kann kein generelles Problem sein. Echt nicht. Weil er schreibt, du schreibst ja hier, er startet, bleibt aber dann auch stehen. Der PLH Peak. Naja, der PLH Peak bleibt natürlich auch mal stehen, ne? Wenn halt entsprechend, wenn sich kein neuer Grund ergibt, warum man halt weiterlaufen soll. Aber der bleibt nicht stehen, weil der nicht funktioniert. Da haben wir ja auch diverse Webinare dazu gemacht. Die sind zwar auch schon ein bisschen was älter jetzt, aber die Logik ist ja die gleiche geblieben. Und das kann man so richtig ruhig nochmal angucken. Also, ich bin mir wirklich sicher, das Zeug funktioniert reibungslos. Aber da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, damit man das versteht. Aber auch wenn jetzt hier nachgelegt wird, auch wenn ich auf Straight stelle, es kann nicht sein. Also kann unmöglich irgendwie was Generelles im Stereo sein. Kann wirklich nicht sein. Ich habe zwar vorhin noch gesagt, ich schließe grundsätzlich nichts aus, aber das muss ich ausschließen, weil das hat einfach so viele Leute verwenden und habe ich noch nie gehört, dass der Trailing Stop sich nicht bewegt und dass ich benutze es ja selber auch ständig. Ne? Das heißt jetzt hier im Testen oder im Live-Handel oder wo auch immer. Also da würde ich mal irgendwie, was die andere Möglichkeit ist noch, dass es, dass vielleicht irgendwo noch eine andere Instanz halt irgendwie drauf zugreift und zur gleichen Zeit den Stop-Loss festhält. Ne? Also wenn ich es halt schaffe, auf zwei Maschinen zum Beispiel halt den Trade halt aufzumachen. Also in einem habe ich halt den Trading Stop drin und im anderen nicht. Und dann wird er sich auch nicht bewegen, ne? Weil er halt nämlich dann ein Stereo Trader sagt, ich habe einen festen Stop von 10 Punkten und der andere sagt, ich will aber trailen. So, und dann gewinnt logischerweise der Stereo Trader mit dem festen Stop, weil der halt weniger an der Position halt rüttelt, beziehungsweise weil der halt dann die Instanz ist, die das Ganze dann halt korrigiert und permanent auch guckt. Passt das noch? Ne? Weil sobald der feststellt, ein Stop ist verschoben, dann schiebt er den sofort wieder an die Stelle zurück, binnen Sekunden. Und das wäre natürlich auch noch eine Erklärung. Aber wie gesagt, also es tut mir leid, wenn ich da jetzt halt nichts anderes sagen kann. Aber da will ich echt an anderen Stellen ansetzen. Aber nicht jetzt hier an der Verlässlichkeit vom Trailing Stop. Okay. So, boah, ey, das schaffen wir niemals. Das ist ein bisschen, ich gebe hier schon ein bisschen Gas. Der Andreas fragt, ich habe das EuroPro und MT-On Live Add-on. Leider wird oft beim Wechsel der Zeiteinheit ein Add-on wegen fehlender Lizenz rausgeworfen. Das ist mir neu.
Also da würde ich dann mal bitten, mal eine Mail zu schicken und mal irgendwie das genau zu zeigen. Das kriege ich jetzt hier schon deswegen nicht reproduziert, weil ich ja keine Lizenz habe. Also das heißt, ich kann, also ja, ist ja bei mir logischerweise ein bisschen anders hier organisiert und das heißt, ich muss das nachbauen. Das ist nicht ganz unaufwendig und aber gucke ich mir mal an. Wie kann ich Dreiecke oder Rechtecke und Linien verschieben und kopieren? Das ist eher so Metatrader-Abteilung, ne? Heinrich, also generell, wenn man halt Elemente gezeichnet hat, egal ob jetzt eine Linie oder was auch immer, sobald die da ist, wenn ich die Control- bzw. STRG-Taste gedrückt halte und dann verschiebe, dann ist sie kopiert. Also in Verbindung mit STRG. So. Dass die 18:10 Uhr, das ist ja irgendwie eine Ergänzung zu der 18:08 Geschichte, ne? Patrick hier mit den Einstiegs-SL-Linien und so weiter. Wie gesagt, bitte mal versuchen zu provozieren und dann nach Möglichkeit irgendwie ein Video oder reproduzierbare Beispiel halt liefern. So, wenn ich bitte. Genau, das hatten wir schon, ne? 1811. Ja, es geht mit Rüdiger weiter. Ja. Trotz der maximalen Einstellung Spread-Punkte war vorhin im Gold kein Trade möglich. Spread 8 Punkte, weder Market noch Stop-Buy. Weiß ich nicht. Habt ihr irgendwie bei euch was gehabt, Nelson, in Gold? Nein, ich habe Also, keine Info, dass da ja. Schwierigkeiten gab beim Trading. Also bei solchen Fragen, ne, damit kann halt leider keiner was anfangen. Ne? Da braucht es schon irgendwie, weil da kommt ja irgendeine Meldung, irgendwo wird die ja ausgespuckt. Sei es hier entweder in Form von einem Pop-up, was hier steht, eigentlich immer, wenn ein Trade halt irgendwie nicht aufgeht. Und wenn da nicht und dann halt hier unten bei Experten, dann bitte dort reingucken und dann uns mit Meldungen versorgen. Dann können wir da auch drauf antworten. Das ist, wie man sagt, so in der Werkstatt anruft und sagt, mein Auto springt nicht an, warum? Ja, das ist so ein bisschen die gleiche Richtung. Wobei der Spread vom Gold ja schon größer 8 ist, ne, aber. Von Gold ist größer 8. Welches Gold ist das denn? Habe ich hier überhaupt erst drin? Doch, ja. Weil ich da jetzt auch nicht ausschließen würde, dass bei mir da irgendwas anders ist. Und, ah doch, 10,8, ja. Warum ist der so groß? War der immer schon so groß? Der war schon viel größer, der ist kleiner geworden. Echt? Okay. Ja, also klar, wenn man dann natürlich hier 8 einstellt und wir haben 10,8 und dann reicht es halt nicht. Das ist halt klar. Ich dachte nur, ich hätte hier. Nee, okay. Ich gucke was. Ja, alles klar. Gut, also, wo sind wir denn jetzt? Ah, okay. Kann man sich auf der SL-Linie die Euro-Beträge anzeigen lassen, wie es beim MT5 der Fall ist? Also die PL oder wie? Oder was da gemeint? Vermute ich mal, ne? Nee, das geht nicht. Was man machen kann, ist ja hier, wenn man halt die Maus drüber bewegt, sieht man ja halt, ne, das Risiko. Also aber da wäre halt eh die Frage, was soll denn auf dem SL angezeigt werden? Das erschließt sich mir irgendwie nicht so wirklich. Okay. Ich glaube, was damit gemeint ist, es gibt bei anderen Plattformen, wo der Gewinn und Verlust dann live angezeigt wird. Ja, direkt auf der Linie der Position. Ja, habe ich ja hier. Den habe ich ja auf der Position drauf. Daher, deswegen frage ich ja so.
Den Eurobetrag beim Ziehen der Linie. Ach so. Nee, tatsächlich nicht. Könnte man vielleicht irgendwie mal drüber nachdenken, mal sowas zu machen. Das ist richtig. Das wäre mal noch eine Überlegung wert, ne? Also, dass da quasi der Betrag rauskommt, der dem Risiko entspricht. Das ist auf jeden Fall ein brauchbarer Tipp. So, die kann ich jetzt gerade gar nicht zuordnen. 1814 vom Ralf. Sag mir nichts. Ralf, was schreibst du da? Ich verstehe es nicht. Das war nur eine Ergänzung zu deinem Beispiel, was Ach du mit dem so. Tablet gemacht hast. Ach so, alles klar. Ich schon gedacht, Der Ralf hat früher auch mal Stereo Trader Support gemacht. Ich wollte gerade schon schimpfen. Wollte gerade schon sagen, Ralf, was ist da los? Nein, aber dann ist alles gut. Danke. Kann der Stereo Trader den Durchschnittskurs bei der Pyramidung für den BE berechnen? Ja, klar. Macht er doch ständig. Also das ist doch hier mein Trade G und V da oben. Ne? Sobald ich da Positionen rausgebe, mache ich jetzt mal hier als Beispiel. Quatsch, rausgeben wollte ich. Na egal jetzt. Ja, kein Live-Trade. So, macht er doch. Ne? Dann habe ich doch hier meine, mit Pyramidisierung habe ich doch hier mein Break-Even. Nicht nur berechnet, sondern halt auch noch angezeigt. Und hier oben sowieso bei Trade G und V. Ne? Und das heißt, dort zeigt er mir jetzt halt an, dass mein Trade 113 Euro vorne liegt, wohingegen hier im Pot nur noch irgendwie 77 sind, ne? Weil natürlich jetzt hier Positionen rausgeflogen sind. Und das wird halt ja immer mitgerechnet im Stereo Trader bis zum Schluss. So. Seit ein paar Tagen das VPOC-Add-on im MetaTrader 4. Seitdem läuft das Ganze instabiler. Da wäre halt die Frage, wo hängt es an deiner Internetverbindung, ne? Oder weil das VPOC geht natürlich hin und schickt dir permanent Anfragen halt raus. Und wenn die halt nicht rechtzeitig oder nicht gut durchkommen, weil halt die Leitung zu eng ist, und dann kommt es halt auch schon mal zu Verzögerungen. So. Dann der Roger, lieber Dirk, der Chart, die Kerzen klemmen oben und unten im Fenster. Die klemmen oben und unten im Fenster. Da weiß ich jetzt leider nicht, was gemeint ist. Ist da noch eine Ergänzung dazu? Der Philipp, Stereo Trader kann nicht, also von 18:15 Uhr, ne, daran seht ihr, dass wir halt, dass es halt echt eng wird mit der Zeit. Also die Frage ist schon eine halbe Stunde her. Stereo Trader kann nicht auf Mac via Wine installiert werden. Stimmt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Funktioniert nicht. Gibt Stress, stürzt ab. Würde ich lassen. Lieber irgendwie VPS oder halt VirtualBox soll gut funktionieren. Kostet nämlich nichts im Gegensatz zu Parallels. Und habe ich heute tatsächlich auch mal an Start gebracht, bin noch nicht weitergekommen als bis zur Installation. Aber Wine geht nicht. Das ist funktioniert einfach nicht. Schade, aber geht nicht. Also Wine, für die, die das nicht kennen, das ist eine Möglichkeit, das ein oder andere Programm, das ein oder andere Windows-Programm auf dem Mac laufen zu lassen. Und manches funktioniert und manches halt nicht. MetaTrader funktioniert, glaube ich, noch teilweise. Aber mit dem Stereo Trader zusammen keine Chance. So. Welchen Modus muss ich einstellen, wenn ich nur Futures handle bei einem anderen Anbieter? Welcher andere Anbieter? Echt. Der Nelson ist ganz still. Also, das ist das, FX Flat Helpdesk Webinar, ja, Elisabeth.
Deswegen, da hast du ja vielleicht dann eher ein Thema für uns direkt, wobei ich da ja das ja gar nicht verstehen kann. Aber gut. Genau, die Nina. Oh, Nina, ich sehe dich jetzt erst, tut mir leid. Aber ich komme hier wirklich nicht hinterher. Erhalte oft Fehlermeldung, Error Trading disabled. Aber nicht bei RWX Flat, oder? Blöd. Also es kann zwei Gründe geben, die mir spontan einfallen. Einmal, man hat versucht, das Passwort zu ändern. Ich sage es allgemein, ich unterstelle dem Fragesteller das nicht, aber man hat versucht, das Passwort zu ändern und hat man dann aus Versehen das Investor-Passwort daraus gemacht. Und dann ist man natürlich nicht in der Lage, irgendein Trade einzugehen. Zweite Option, man tradet das falsche Symbol, insbesondere wenn man bei uns einen Professional-Status hat und das Symbol mit den Apostrophen nicht handelt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, macht Sinn. Das macht Sinn. So, dann kommt auch die Frage, muss ich den StereoTrader auf einem VPS betreiben von dem Hannes? Muss man nicht, macht aber natürlich Sinn, ne? Also gerade dann, wenn man halt irgendwie Ausstiegsautomatiken verwendet, wie jetzt Time Exit, Equity Exit oder Trailing Stops, automatisierte Teilverkäufe, das alles macht eigentlich nur Sinn. Dann auf dem VPS. Ich sage mal jetzt, um jetzt zu scalpen oder so, braucht man es wahrscheinlich nicht, weil man dann halt ja auch die Kiste dann auch meistens ausmacht, irgendwie, wenn man fertig ist und lässt da ja nichts laufen. Aber halt für Positionen, die halt so ein bisschen Geduld mit sich bringen und wie gesagt, wo man dann halt vielleicht dann den Ausstieg automatisiert, dort würde ich es schon machen. Ja. VPS kann ich einem empfehlen, aktuell tatsächlich nicht. Wirklich nicht. Also ich habe Contabo war am Anfang mal gut, ist mittlerweile ganz oft Katastrophe. Vorher war ich bei Strato, das ist meistens Katastrophe. Dann habe ich ja noch die Empfehlung von VPSServer.com bei mir auf der Seite. Finde ich auch nicht mehr gut. Die sollte ich auch mal runternehmen, weil das ist irgendwie nicht das, wie es sein sollte. Tatsächlich leider momentan wirklich nicht. Also, sorry. Mal ein bisschen umgucken. Also ich habe so den Eindruck, ich habe letztens auch schon gesagt, die funktionieren am Anfang irgendwie alle gut und danach erteilt man sich dann den Computer mit irgendwie 500 Leuten gefühlt und dann ist es halt irgendwann dann natürlich halt lahmt, dann egal. Alles, was man da halt hat. So, Stereo Hedge Mode. Also der Reinhard empfiehlt IPAX AT. Okay, sagt mir jetzt nichts. Am besten immer mal gucken, also ich meine, Rücktrittsrecht hat man ja sowieso, ne? Bei eigentlich allen Anbietern kann man ja einen Monat lang zurücktreten, ist ja schon das Fernabsatzgesetz. Kann man eigentlich risikofrei mal probieren und wenn es dann halt nicht gut ist, also wobei halt das Problem ist, wie gesagt, nach einem Monat wird man halt nichts sehen, aber ich weiß zum Beispiel, das ist zumindest, das muss ich sagen, schon das Gute bei Contabo. Also A, die haben einen ausgezeichneten Service, da kann man wirklich nichts anderes sagen, der ist wirklich unschlagbar. Und B, kann ich dort die Verträge auch so stricken für kaum mehr Geld, dass ich halt wirklich monatlich kündigen kann. Und darauf sollte man eigentlich eher achten, sollte sich dann nicht irgendwie auf ein Jahr oder irgendwas da halt festlegen. Ich glaube, das ist dann halt schon irgendwie wichtiger. Stereo Hedge Mode funktioniert wie Hedging im MT4 Unterschiede. Ja, der Stereo Hedge Mode ist ein doppelter Hedge Mode. Also das heißt, Stereo Hedge fast Long und Short jeweils zusammen. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied zum, weiß nicht, ob ich es jetzt hier auf die Schnelle abgebildet kriege, aber so einen Modus gibt es nirgends, in keiner Plattform, nur im Stereo Trader. Nur damit man das versteht, also im Prinzip ist es ein doppelter Future-Modus, wenn man halt so will. Ne? Das heißt, ich habe halt hier einen doppelten Pool, wenn ich das aufmache, sieht man ja, nämlich einmal für Long und einmal für Short. Und sobald ich jetzt hingehe und Positionen hier stricke, ich mache mal hier Stop-Loss, Take-Profit mal alles aus. Ja, so, und dann bin ich Long und Short getrennt.
So, wie man sieht, wird hier nicht Long Short verrechnet, sondern es wird, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen ungeschickt, dass ich die so eng zusammenliegen habe, aber, das ist mal größer, dann sieht man es. Der macht also zwei zusammengefasste Break-Even dann hier, ne? So, ich nehme mal nochmal. Kann sagen, ich nehme eine raus, ich kann keine rausnehmen. So, ne? Das heißt, er fasst Long und Short jeweils dann halt zusammen. Das ist der Riesenunterschied. Und das heißt, so kann ich halt dann quasi, wie wenn ich halt irgendwie mit zwei verschiedenen Konten auf dem Future zwei verschiedene Richtungen handeln. Das kann ich halt hier in einem Chart mit dem Stereo-Trader abbilden. Aber man hat natürlich ganz klar hier einen doppelten Pool, ne? Weil es halt immer nur das alles auf eine Richtung bezieht. Entsprechend sieht die Statistik auch so aus. Die ist halt auch länger, ne? Weil es halt auch alles komplett getrennt ist nach Long und Short. Und ich glaube, sonst aber irgendwie nichts. Ne, der Rest ist gleich. Aber das ist dann halt logischerweise dann halt auch alles komplett voneinander getrennt. Das ist der Unterschied. Trotzdem kann ich halt, ich kann natürlich hier nicht wie im Future einen Teilverkauf oder irgendwas dann halt machen. Ne? Also im Future-Modus kann ich ja einfach eine Order irgendwo hinsetzen. Angenommen, ich bin da Short und lege irgendwo eine Long-Order unten hin, die nicht so groß wie die ganze Short-Position ist. Und dann ist das ja an der Stelle dann halt ein Teilverkauf. Und das geht natürlich hier nicht, ne? Weil der natürlich dann halt direkt nochmal neue Orders aufmachen würde. Trotzdem kann ich aber hier natürlich die Sachen einzeln auswählen und kann die natürlich auch hierüber einzeln schließen. Auch klar. Ja, das geht natürlich trotzdem. So, aber das wird halt, wie gesagt, alles dann halt hier in alle Richtungen da entsprechend mitgerechnet. So, wie kann ich auf das aktuelle Preislevel einen Timer oder die Uhrzeit anlegen? Die Uhr ist sehr klein. Die Uhr ist eigentlich nicht klein. Was? Moment. Auf die aktuelle Preislevel einen Timer. Also, was ja grundsätzlich geht, ist halt hier die Bar-Time, ne? Das heißt, da kann ich ja halt einstellen, wenn ich die halt aktiviere, wie lange die jeweilige Kerze noch läuft. Das wäre dann halt auch entsprechend halt ein Timer. Aber ansonsten, wenn die Uhr zu klein ist, vielleicht einfach auch mal das Layout in der Gesamtgröße umschalten. Ich meine, da wird die Uhr natürlich auch größer. Der Michael, kann man EMAs aus größeren Zeiteinheiten zum Beispiel in eine Minute einblenden? Die Frage ist mittlerweile, also das war noch nie angedacht für den Stereo Trader, aber Timo, bist du da? Da gibt es ein Add-on vom Timo, mit dem kann man das nämlich machen. Da kann man mehrere Zeiteinheiten in den EMAs und Co. Übereinander blenden. Das geht. Aber nicht, wie gesagt, per Standard im Stereo Trader. Wo will der da hin? So, sieht jetzt böse aus, ne? Aber Position ist im Gewinn. Wir hätten Live-Trading machen sollen hier. Ist ja unglaublich. Ich kann hier klicken, was ich will. Es geht alles auf. Genau, der Team hat geantwortet, ist in der MT Tools Collection. Ist das dabei? Was? Achso, die, ich glaube, die Nina, das war bezogen auf die Money Lines. Da ist ja ein versteckten Schalter drin. Aber ich brauche da unten demnächst Platz für einen anderen Knopf. Da müssen wir gucken, was da raus kann. So, wegen BE-Schutz. Wenn ich den auf sofort absichern drücke und er kommt zurück, werde ich im Minus gestoppt. Der BE-Schutz. Also hier, ne? Die Nummer. So, ich gehe mal hier kurz raus. So. So, der BE-Schutz. Wenn der ausgestoppt wird, bin ich im Minus. Das kann aber eigentlich dann nur daran liegen, dass entweder die Slippage halt zu hoch ist oder dass da was Falsches eingestellt ist. Also generell BE-Schutz, ne, wenn ich jetzt als Beispiel, Achtung, der geht jetzt auch wieder auf. Wenn ich jetzt als Beispiel hier eine Position aufmache,
Lass mal den Stop weg, bevor ich hier direkt wieder ausgestoppt werde. Wenn ich jetzt hier eine Position aufmache und sage dem halt als Beispiel BE-Schutz nach die Tastatur umstellen, nach 20 Punkten, dann bedeutet das, dass sobald die Position 20 Punkte im Plus ist, dass dann halt BE abgesichert wird. So, wo aber jetzt abgesichert wird, das stellt man nicht im Pool ein, sondern das stellt man hier ein. Ne? Setup bei Trading. Da gibt es BE-Schutz Add. Mir ist da eben kein besserer Name eingefallen. 2. Das heißt, er sichert nicht die Position genau Break-Even mit dem Stop-Loss ab, sondern eben halt mit einem Abstand von 2. So, wenn ich das beim DAU mache, wird das nicht reichen. Also, weil der springt ja halt einfach auch schon mal irgendwie gerne mal 5 Punkte am Stück. Und das heißt, wenn ich hier als Beispiel eine 5 eingebe, gucken, ob wir das Ganze gleich sehen, dann heißt das halt, weil ich jetzt ja hier meine Position Break-Even ist bei 23,095. Das heißt, wenn die jetzt 20 Punkte ins Plus laufen sollte, wird sie ja eh tun, geht ja eh alles auf hier, nehmen wir wieder, geht ja auch nichts. Deswegen kann ich ja Konjunktiv ja mal weglassen. Muss ich im Live-Trading nie machen. Aber hier kann es ja funktionieren. Und das heißt, wir haben 23,095. Das heißt, der würde dann auf 23,090 würde dann halt der Stop-Loss dann halt springen. So, und das sollte auch reichen, um die Slippage auszugleichen. Ne? Aber dass da generell dann ein Minus rauskommt, das ergibt keinen Sinn. Das kann eigentlich nur damit zusammenhängen. Ich meine, hier sieht man es ja. Also der DAU, der springt sich ja ein zurecht. Das ist halt ja nicht mehr feierlich. So, komm, ein paar machen wir noch, aber alle ja nicht schaffen. So, wenn ich Starten drücke, beginnt ja die Daten zu laden. Es kommt ewig kein Chart. MT5, ne? Der Reinhard fragt das. Hey, Weil MT4 war das Backtest. MT4? Okay. Weil ich kenne das eigentlich aus dem MT5, dass der hin und wieder ach so, ein Backtest. Ach so, okay. Das heißt im History Trading. Ja, das sind die historischen Daten, ne? Also vielleicht mal einen anderen Zeitraum irgendwie versuchen. Und generell funktioniert es ja. Aber Ja, da bitte ich auch, vielleicht sich morgen nochmal bei uns zu melden. Dann können wir ja. da uns das da mal genauer anschauen. Ich glaube, das ist da jetzt weniger ein Stereo-Trader-Problem. So. Ich gehe mal hier im Schnellverfahren. Aber Dirk, ganz wichtig, die E-Mail, die ich dir geschickt habe, dass wir das sind zwei Fragen, keine aufwendige, aber dass wir diese beantworten, bitte. Hast du die auf dem Schirm oder muss ich raussuchen? Habe ich jetzt aktuell gerade hier nicht, nein. Okay. Moment, dann muss ich mal hier kurz auf den Pause-Knopf drücken und gehe mal auf die Suche. Was ist das denn? Wann hast du die geschickt? Das müsste so gegen 16 Uhr gewesen sein. Ach, heute. Ach so, okay. Ja, heute. Mal gucken. Also vielleicht nochmal als Information, Sie haben ja immer die Möglichkeit, die Fragen ja schon mal vorab zu schicken an service@fxflat.com. Ah, da ist es, okay. Ja, ich stelle mal, ich versuche mal hier das auf einen anderen Bildschirm zu bewegen. So, kann ich auch hier wieder. Hier gerade ganz abgefahrene Bildschirmdarstellung. Wo ist der Kölner Dom eigentlich? Ja, der ist heute in Frankfurt. Was ist das denn hier? Das gibt es doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe mir hier irgendwie Darstellung zerschossen. Warte, Moment mal. Guck, ob ich das wieder hinkriege. So nicht.
Ja. Alles ganz merkwürdig hier gerade. Funktioniert das jetzt wieder oder nicht? Okay. Irgendwie gerade hier komische Sachen gemacht. So, gucken, alles weg hier. Ja, okay. So. Also, gucke ich mal. Wie stelle ich ein, dass der Trading Stop im Chart die Triggerlinie anzeigt? Da muss man gar nichts einstellen, die ist ja da. Also, das ist ja damit gemeint. Das habe ich ja vorhin ja auch gezeigt. Ne? Da ist die Triggerlinie für den Trading Stop. So. Wie stelle ich das ein, dass bei mir das Stop-Loss im Chart anzeigt, wie viel Risiko ich eingehe? Ach so, ja, ich erinnere mich an diese Frage. Es geht hier vielmehr darum, wie du eben gezeigt hast, wenn man mit der Maus drüber hält, dann kriegt man ja die Formationen. Ja. Und in dem Fall war es so, dass es bei bestimmten Produkten oder in verschiedenen Chartfenster das nicht angezeigt wurde. Also zum Beispiel im US-30 wurde es angezeigt, im DE30 aber nicht. Hast du da eine Idee oder? Also grundsätzlich, wenn die Berechnungsdaten verfügbar sind, wird es halt auch angezeigt. Das wäre jetzt höchstens noch die Möglichkeit. Also pauschal halt nicht, ne? Weil ich wette, wenn ich jetzt hier hinbewege, die Maus drüber halte, zeigt er mir es an. Genau, So heißt das also so. wie gesagt, beim US-30, ich erinnere mich, hat das auch wirklich 1A funktioniert, überhaupt keine Frage, Ja. aber im anderen Chart nicht, obwohl gleiche Einstellung und nur halt ein anderer Trade. Ne. Ist mir nicht bekannt, sagt mir gar nichts. Also, bleibt der Betrag eingefroren? Das sagt mir echt gar nichts, ne? Ist das MT4 oder MT5? Ja, das weiß ich jetzt aus der Erinnerung heraus nicht mehr. Aber ich glaube, Fragesteller ist auch hier bei uns mit dabei. Vielleicht ganz kurz MT5. Das ist die Claudia, die jetzt auch im Chat geschrieben hat. So, ich gehe mal hier gerade parallel die Sachen noch durch. So, das werde ich natürlich nicht alles mehr schaffen. So, ich fragt, also ich gehe mal kurz im Schnellverfahren, versuch's mal. Gottfried fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Level-Endpunkte von den Fibo-Rücksetzungsebenen automatisch mitwandern. Also generell im SDA-Trader ist ja halt drin, ne? Ja, wenn man die Fibos anschaltet, die wandern natürlich mit zurück, aber halt eben natürlich auch nur auf den aktuellen Tag dann halt bezogen. Also das Wandern. Und für alles andere müsste man sich mal nach Tools irgendwie umgucken. Der Timo hat, glaube ich, doch auch sowas. Ich glaube, der Timo sollte mal, den sollten wir mal für ein Webinar einladen, dass der mal ein paar Sachen vorstellt. Genau, wäre super, wenn ein Webinar zum MT On Live kommen würde. Genau, da hatten wir auch schon zwei. Die sind in meinem YouTube-Channel, bei SteoTrader Channel bei YouTube. So, dann ist hier die Frage nach einem anderen Broker. Die werden wir natürlich nicht beantworten. Leute, das ist FX Flat Helpdesk. Da fragt man doch nicht nach einem anderen Broker. Nelson, immer wenn sowas kommt, bist du ganz still. Aber das ist ja auch okay. Ist ja auch besser, wenn ich das dann sage, oder? Ich glaube, das ist ja Du ganz in machst deinem Sinn. das schon alles richtig. Okay. So, strategische Order, gibt es Videos mit den Einstellungen und Erklärungen zu den anderen? Nein, gibt es nicht. Frank Eschmann ist da der richtige Mann. Den sollte man befragen, wenn es um die strategische Order geht. Der hat tonnenweise Videos und den sollte man dazu mal, der nutzt, den sollte man darauf mal ansprechen. Also wie gesagt, Frank Eschmann heißt der Gute. Ich hatte es glatt vergessen.
wie sein YouTube-Channel heißt, aber man findet den auf jeden Fall. Erkennt man schon daran, dass er überall einen Stereo-Trailer fast überall drin hat. So, ansonsten habe ich jetzt nicht mehr irgendwie. Ja, also wenn da noch weitere Fragen dazu sind oder etwas jetzt nicht ausführlich beantwortet wurde, dann bitte definitiv uns nochmal eine E-Mail schicken an service@fxweb.com. Wir versuchen mit Dirk zusammen auch im Nachhinein alles zu beantworten. Wir haben aber auch, der Lutz hat noch eine Frage, aber die wurde nicht beantwortet. Der Lutze. Unmöglich. So, damit es alle wissen, der Lutz fragt, gibt es auch andere Broker? Ja, Lutz, wenn wir dich nicht hätten, ne? Hätten wir alle keinen Spaß mehr. Ach, das hat der Lutz natürlich nicht ernst gemeint. Aber so, jetzt ist deine Frage jetzt beantwortet. Nein, aber ich heute wirklich vielen, vielen Dank an alle für die Fragen und danke auch an Dirk, dass du dir jetzt auch die extra Zeit genommen hast, nochmal alles Ja, klar. durchzugehen. Ich will ja noch Und meinen BE-Schutz hier aktiviert sehen. Ich habe ja gesagt, der geht auf jeden Fall dahin, weil heute gibt es kein Konjunktiv hier im. ja, Ja, dann komm. warten wir noch. Komm, Ja. 11 Punkte. Komm, den warten wir jetzt noch ab. Ist auch Also aktiviert, ja. Das, wir machen so, dann guck die mal. Helpdesk-Webinare machen wir um 8:45 Uhr und du zeigst dann anhand von Beispielen im Live-Account. Dann gehen ja Genau. auch alle Trades gehen dann auf. Das wäre durchaus sinnvoll gewesen hier. Das stimmt wohl. Einfach kreuz und quer geklickt und kommt was bei raus. Ja, ich glaube, er will doch noch nicht so richtig. Naja, aber das wäre jetzt natürlich schon gut gewesen, das einmal kurz zu zeigen. Also mein lieber Dau, es wäre gut gewesen, das kurz zu zeigen. So, du kriegst jeden Tag meine Aufmerksamkeit. Und jetzt kommst du bitte mal 7 Punkte weiter runter und zeigst uns das mal eben. Ne? Dau, was ist? Haben schon noch 5. Ach nee, das ist noch 30 Sekunden, kam schon, da ist die Minute um, das gibt doch eh einen Stich nach unten, das sieht man doch schon. Kann man doch schon, der Heiko würde sagen, kann es riechen, kann den Plop nach unten riechen. Gut, der Heiko hat eine andere Nase als ich, aber na, siehst du, da ist er doch. Zack, ne? So, da ist jetzt der Stop-Loss dann entsprechend hier, ne, wo ich vorhin gesagt habe, genau. An die 90 dann halt gesprungen. So, und wenn der jetzt hochläuft, also gibt keinen Sinn, warum das dann halt irgendwie im Minus ausgestoppt werden sollte. Außer er gappt drüber oder ist so unfassbar illiquide, dass da halt einfach keine Kursstellung ist. Aber wenn man da halt das Ganze ein bisschen vernünftig zur Wohle halt wählt, sollte das funktionieren. Schönes Vorbeispiel, oder? Also, das ist, so müsste das mal im Live-Trading laufen. Da brauche ich immer irgendwie eine Stunde, bis der Trade überhaupt mal ein Plus ist und hier kann ich klicken, was ich will. Und es geht einfach auf. Naja, so, Mit das ist. Ansage. Ja, Wahnsinn. mit Ansage, ne? Das war's. So, ne? Kleines Plus, aber kein Minus. Also, sollte funktionieren. Gut. Okay, dann haben Also. wir das auch noch beantwortet. Genau. Also, ich Welcher sag Typ schon musst du mal meinen? Tschüss. Was? Ja, du machst die Tür zu, habe ich gehört. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Nee, nee, nee. Nee, Nein, nee, nee, nee. sag Nee, ruhig. nee, nee. Nix. Kannst vergessen. Oh, jetzt ist schon dunkler hinten, ne? Ja, guck mal hier. Schwarzes Loch jetzt da hinten. Nichts mehr mit Sommer. Weil ich kein Licht angemacht habe. Ich vorhin vergessen. Hier mal die Falten ausbügeln. Also, ja, ich sag auch Dankeschön. Also, der Timo Kosiol ist gemeint, mit der MT Tools Collection auch zu finden im Traders Club bei StereoTrader bei Facebook. Und der hat so diverse Sachen am Start. Solche Add-ons. Wir arbeiten ohnehin eng zusammen. Das heißt, da kommt es also auch aus der richtigen Ecke. Gut, dann sage ich mal Dankeschön an der Stelle. Hier war echt viel los. Heute Morgen war die Hölle los. Das war, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist halt eben auch der Vorteil bei Corona. Und man muss ja auch was Positives haben. Dass wir hier alle immer so schön zahlreich zusammenkommen, macht natürlich viel mehr Spaß, wenn halt viele da sind. Also tut mir leid, dass ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier auf alles eingehen konnte, aber ich glaube, einen Großteil haben wir trotzdem hier irgendwie geschafft. Und Heute Morgen waren alle da, weil sie wissen wollten, wie lange deine Haare sind. ja, genau, das ist endlos. Demnächst komme ich hier, ne, mit dem Zopf.
Ich sehe auch gerade, ich habe meine Kamera falsch eingestellt. Ich sehe ja viel zu viel hier. Ich bin so klein da drin. Na gut, okay. Also sage ich Dankeschön, lieber Nelson. Darfst du jetzt Feierabend machen? Ob das verdient Danke. ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber War es noch nie. ja, es ist Also, klar. aber jetzt mal ganz kurz ernsthaft. Ich hoffe, das ist auch für Sie okay, dass das hier im Webinar ein bisschen mit Spaß verbunden ist, auch zwischen Dirk und mir. Und trotzdem wir natürlich ernsthaft bleiben beim Thema und Ihre Fragen beantworten. Können uns gerne dazu auch ein Feedback schreiben. Ich denke, das macht die ganze Stimme ein bisschen lockerer und Dirk und ich verstehen uns nur vor der Kamera, aber es ja, macht ja Spaß. Nein. Aber Feedback Ich ist ja musste das da. jetzt sagen für die Aufzeichnung. Das ist schon so im Sinne aller. Ich meine, es ist halt ja ein trockenes Thema und dann darf man auch mal ein bisschen Spaß dabei haben. Ich glaube, das ist schon okay. Da muss man nicht fragen. Mach dir keine Sorgen, Nelson. Das ist, glaube ich, schon gut so, wie es ist. Und du machst das auch ganz gut manchmal. Gut, also vielen, vielen Dank, lieber Dirk, für deine Ja. Zeit heute, für natürlich für die Fragen und Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Können Sie alles in Ruhe nacharbeiten und wie gesagt, wenn noch irgendwas offen ist, dann bitte eine E-Mail an service@fxweb.com. Ihnen noch einen schönen Abend, passen Sie auf Ihre Position auf, bleiben Sie gesund, ist keine Floskel, meine ich ernst. Und Dirk auch nochmal. Das gilt natürlich auch für dich. Und am 4.5. darfst du zum Friseur gehen. Nein, ich gehe schon vorher. Ich habe da was Oh, ausgehängt. Sonderstatus. Muss ich melden. Ordnungsamt gleich Das Ding anrufen. ist ja, Friseure haben ja vielleicht noch nicht auf, ne? Aber halt im Fernsehgeschäft, ne? Was wir hier quasi sind, dürfen natürlich Stylisten und so weiter dürfen ja arbeiten. Also Hairdresser und wie die alle heißen. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also Aber zum nächsten Live-Trading, ja. Dirk mit neuer Frisur und Genau. Nagellack und Undercut Lippenstift. und ja. Gut, jetzt genug, ich muss raus hier. Also, schönen Abend zusammen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Nelson, du auch, alle wie immer. Wir sehen uns am Donnerstag. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.